Hallo meine Genossen und Genossinnen, heute will ich mich wieder etwas zu meiner Hausdurchsuchung äußern. Erst einmal, dass ich im Gefängnis war, war nur G-Trolle, um Leon ein bisschen zu verarschen. Zweitens Leon und seinen lächerlichen Anzeigen, wovon er wahrscheinlich die wenigsten auch wirklich getätigt hat, wovon er ständig in seinen Videos und Sprachmemos spricht, hat mit dieser Hausdurchsuchung wirklich nichts zu tun, das war auch ein bisschen G-Trolle. Vor mir aus. Leon wird von keinem Polizisten der Welt ernst genommen, schon alleine wegen seinen ganzen lächerlichen Aussagen, die er ständig tätigt, wo jeder Mensch auch gleich merkt, was Leon für ein geistiger Einzeller ist, und wahrscheinlich auch wegen einer starken Alkoholfahne, die er von sich absondert. Ich wurde da von einer anderen Maske da in etwas hinein verwickelt. Worauf ich aber erstmal nicht genauer darauf eingehen will. Nur so viel, ich habe mir jetzt einen Anwalt genommen, der sich auf das Strafrecht spezialisiert hat. Und mir bei der Sache auch hoffentlich helfen kann. Ich habe deswegen auch diese Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Wo ich ja ungefähr 200 Euro im Jahr plus eine Selbstbeteiligung bezahlen muss. Schon alleine, weil ich jetzt davon ausgehe, dass ich diese jetzt auch öfters in Anspruch nehmen werden muss. Aber wenn ich diese Kosten nicht irgendwie wieder hereinbekommen werde, würde ich dann auch auf kurz oder lang meinen YouTube-Kanal aufgeben. Ich fühle das einfach nicht, wenn ich dann noch Geld drauflegen muss, nur um andere Leute mit meinen Videos zu unterhalten. Und dann nicht noch ein schlechtes Gefühl haben muss, nur weil gerade Post von einem Anwalt gekommen ist. Ich will da auch keinen Gewinn machen, nur einfach, dass meine Unkosten gedeckt sind. Das Geld tut mir schon irgendwo weh. Vor allem, weil da, wo ich wohne, ich auch auf ein Auto angewiesen bin. Auto mit Bürgergeld ist finanziell auch ein bisschen schwierig, um es freundlich auszudrücken. Ich habe aber bis jetzt auch noch keine gute Möglichkeit gefunden, Moneros zu kaufen. Außer ihr seid damit einverstanden, wenn ihr eure Identität, ähnlich wie bei einer Prepaid-SIM-Karte, verifiziert, mit einem Bild von euch, wo euer Ausweis zu sehen ist. Ihr braucht da auch kein Wallet, ihr müsst da nur mein Wallet als Zielwallet angeben. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, was ich auch nachvollziehen kann, ich würde das auch nicht wollen, könnt ihr noch Moneros minen, aber die hohen Stromkosten stehen im keinen Zusammenhang mit dem Ertrag, was man durch Mining erwirtschaften kann. Ich würde mich bei der Sache über euer Feedback freuen. Ich habe ganz ehrlich auch kein Problem damit, meinen Kanal stillzulegen, und mache auch niemand deswegen Vorwürfe. Mittlerweile habe ich auch wieder Zugriff zu fast alle wichtigen Online-Accounts von mir, nur nicht auf Telegram. Leon, wenn du wieder einsam bist und du mich wieder mobben willst, kannst du gerne eine Mail schreiben. Hier an der Stelle möchte ich dieses Video beenden. Ich wünsche euch noch einen Scheiß Kapitalismus. Euer Genosse Frank Rudi Treiber.